Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 3. So, wir springen ja mal rein und wir laufen jetzt weiter. Irgendwo hin, dahin, okay. Wir müssen ja, es wird wahrscheinlich auch die nächste Todsünde sein. So muss man die Gegner wegmachen, weißt du? Zack, Einschlag, tot. So muss das nämlich sein. Als fucking Reiter der Apokalypse. Und nicht irgendwie, oh, Skelette töten mich. Hilfe. Hä? Ach, da hoch soll ich. Ja gut. Können wir gleich machen. Erstmal natürlich den Lurchhaufen, ne? Das ist klar. So, ich denke mal hier so hin. Hier hoch. Möglicherweise hier hoch. Wir werden mal gucken. Oh, alles weg hier. Schnauze. Wer auch immer das war. Okay, was muss ich mit den Dingern machen? Das ist jetzt die Frage. Wie sieht's oben aus? Aha. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid, was ich zu tun habe. So ungefähr zumindest. Ach, geht doch nur mit dem, okay. Oder wahrscheinlich drei Schläge, ne? Ah, wobei, die Frage ist, wo müssen die da auch in die Ecke? Ja, würde ich sagen. Das würde ich schon sagen. So, aber hier kommt. Doch, hier komme ich hinter, okay. So, und den hauen wir davor und dann war es das, glaube ich, schon. I think this was it. So. Okay, weiter geht's. Da geht's auch hoch. Also nicht schon wieder ihr. Geht weg. So, alles kaputt gemacht. So muss das sein. Oh, hier ist nochmal ein Shop, Junge. Geil. Wird erstmal gespeichert natürlich. Und... Lol. Ich hatte ja auch noch zwei Punkte, die habe ich alle verballert. Die beiden Punkte. In. Keine Ahnung. Irgendwas. Ich habe es leider vergessen. Tut mir leid. In Gesundheit. Ach, genau, und Magie. Gesundheit und Magie. Richtig, richtig. Einen habe ich noch, den würde ich wieder in Magie machen. Ganz ehrlich, wir müssen mehr Magieschaden machen und normalen Schaden. Deswegen bin ich fast auch am Überlegen. Da ich aber sonst nichts habe, werde ich mir wohl doch. Ein Chaos-Fragment mal kaufen. Zorn-Fragmente kann man sich kaufen. Zwei Stück, warum nicht? Eventuell noch das. Ich mache einfach noch ein Chaos-Fragment, Alter, ganz ehrlich, ne? Verkaufen. Nö. Den Rest Seelen verfütter ich, beziehungsweise einmal. Da muss ich gucken, wie viel übrig bleibt. Ja, 4000, okay. Ein Zorn-Fragment würde noch gehen. Ist immer gut. Stärkefragmente und so benutze ich alles nicht, ne? Gewährt für kurze Zeit einen Schub Widerstandsfähigkeit. Das ist natürlich auch gut, aber nutze ich auch nicht. Wir holen uns noch ein kleines Ding. So. Jetzt habe ich noch einen Punkt hier. Den machen wir auf normalen Schaden. Zack. Läuft. Oh. Falsch. So. Nicht riechen kannst. Selbst ein Gesichtsloser würde hier berauscht. Hat dieser spezielle Geruch etwas zu bedeuten? Kacke. Völlerei. Völlerei. Ich trinke mal kurz was. Okay. Ist das die Völlerei der Fette? Na gut. Wir werden mal gucken. Nicht wahr?
Hey, komm her jetzt. Wo ist der denn? Was soll denn das? Hey, 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 hey. Mach mal Puff. Ach, hier geht's hier rein? Ja, hier ist eine Höhle, okay. Dann gehen wir mal in diese Höhle rein. Och, Junge. Oh Gott, da ist ja noch so ein Ding. Aua. Oh, da ist noch eins. Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Mann, was soll denn das? Ja. Ich werde von diesen Schnecken hier getötet. Ich hab's aber auch als alle mitgenommen, oder? Da hab ich so das Gefühl. So, ich kann hier nicht lang, ich muss hier lang. Sei vorsichtig, Herrin. Warum? Macht die mal alle kaputt hier, diese Statuen. Alter, das ist voll komisch. Ich mach die doch kaputt. Warum können die denn da noch raus? Und dann sind die am Leben und so. Na, hier hat's geklappt, komischerweise. Was ist denn hier oben? Ach Gott, noch mehr Statuen, Alter. Ich mach das auch kaputt. Loot. Ach, lohnt's. Ja, ja, alles gut. Sorge dafür, dass sie. Was willst du jetzt? Auf dem Weg. Ja, tschüss. Ach, guck mal, ich kann die sogar aus sicherer Entfernung kaputt machen, die Teile. Das ist ja nice. So. Hat semi gut funktioniert, würde ich sagen, ne? Scheiße. So, Erholung der Nephilim einmal nehmen. Boah, Alter, jetzt muss ich mich hier echt durchboxen. Ja, Bock drauf. So. Ist safe nur einer mit bei. Alter, manchmal gehen, manchmal sterben die, manchmal nicht, weil die sollen sich mal entscheiden. Aha. Hä? Nehm ich durch, oder was? Bist du völlig rein? Nee. Du bist nur eine fette Kackspinne. Okay. Ach, ich gehe einfach direkt lang. Ist egal. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Ist sie das? Nee, hä? Woher sieht sie das denn bitte? Wo ist denn die? Ach, oh, scheiße, da. Ey, das macht doch kaputt hier. Oh, geht doch. Geht das schon? Nee, ist ja immer noch gesperrt hier. Kacke. So. Au, fuck you. Aus dem Handgelenk.
So. Ja, dann tut's mir ja leid. Jetzt muss ich doch kaputt machen. Weil du gehst mir hart auf den Sack. Hä? Alter. Ich weich 18.000 Mal aus. Passiert nichts. Ja, du bist schon mal tot. Scheiße, getroffen. Uncool. Jetzt habe ich gleich nichts mehr für den Kampf. Das ist doch scheiße. Bist du tot? Ja, sehr gut. Okay, pass auf. Wir müssen ja jetzt Folgendes tun. Ich weiß nicht, was für Schalter sie meint, aber das macht ja auch nichts. Erstmal müssen wir das einsammeln. So. Dann werden wir Folgendes tun. Hier rüberlaufen. Ich muss das Ding erstmal zurückschlagen, glaube ich. So. Dann nehmen wir das mit und dann gehen wir mal da nach hinten. Jetzt muss ich irgendwie gucken, jetzt muss ich ja die Weichen stellen, ne? Aber wie? Sie hat irgendwas gelabert von Schaltern. Ich sehe keine Schalter. Oder, ach, warte mal. Ja, auch nicht. Hm? Nee. Doch, hä, müsste aber gehen. Nee, die Weiche ist nicht richtig gestellt. Wie stelle ich denn die Weiche? Niemand weiß es. Wenn ich ihn jetzt nach vorne hau, der fährt einfach, glaube ich, nur nach vorne jetzt, ne? Hm. Ah, hier kann ich auf jeden Fall drüber fahren und so. Dann komme ich da oben hin. Okay, okay, okay. Na ja, gut. Ach, okay. Gucken wir uns erstmal. Oh, hier ist er schön. Mensch, toll. Ach, hier geht's hoch. Ah, hier ist zu. Ärgerlich. So, so. Und ab geht die wilde Fahrt. Hui. Ich muss nämlich nur eine Weiche umstellen, damit ich dann da hinten rauf kann. Und da wird wohl dann Völlerei auf mich warten. Gehe ich zumindest von aus. Wissen tue ich es natürlich nicht. Wissen tue ich es natürlich nicht. Aber ist wohl so. Lass doch vielleicht den hier machen. So, die Weiche ist umgestellt. Kommen jetzt nochmal neue Gegner auf mich zu. Das wäre funny. So, dann ist der Fahrplan umgestellt. So muss das nämlich sein. Damit der ganze Spaß da funktioniert, ne? Dann einmal hier hoch. Und einmal hier hoch. Und da kam fette Musik, weil ich das Rätsel gelöst habe. Juhu. So. Moment. Erstmal da hinten kaputt machen. Ist nämlich Item, Junge. Und Items brauche ich. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so geil wie im ersten Teil irgendwie, ne? Da waren die cooler, muss ich sagen. Das ging ja fix. So, wow, warte, warte, warte. Ne, hier ist nichts. Okay, dann kann ich ja weiter runter.
So. Shelligan-Ticket. Als ob der mich angreift. Arsch. Oh nee, schon wieder so ein Werfertyp, ne? Und ein Spucker auch noch. Ist ja ekelhaft. Ja, warte kurz, ich muss mal heilen. So. Hab ich wieder. Au. So, der ist tot. Oh shit, ich hab mich verdrückt. Ganz ehrlich, können sich die Spiele nicht einfach mal so, oder die Entwickler, einfach mal sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Steuerung, die ist zum Ausweichen einfach da. Er kommt da einfach wieder raus. Gib mir ein Nephilim-Ding. Geht doch. Hier war auf jeden Fall noch so ein fetter Typ. Kann ich den jetzt so eigentlich kaputt machen? Nö. Juckt ihn jetzt nicht unbedingt. Es geht da auch hoch. Was ist da oben? Das muss man ja alles mal abchecken. Hier geht es noch weiter hoch. Das könnte sogar der richtige Weg sein. Wir gehen erstmal unten lang. So. Tschüss. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um, ne? Oh, scheiße. Oi. Oh, nee, nicht schon wieder so einer, Alter. Komm schon. Ich hau die ja immer zurück. Da kann ich die doch gar nicht danach nochmal treffen. Das ist total dumm. Fury, es tut mir leid, aber dein Kampfstil ist komisch. Oh, nein. Glück gehabt. So. So. Und natürlich kommt er da raus. Kamera, bester Freund der Welt. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine schlechtere Kamera gibt als in Dark Souls oder so, aber doch. Gibt es. So, auf den Kampf bin ich ja mal gespannt. Auf den Kampf bin ich ja tatsächlich mal gespannt. Wie das funktioniert. Wird wahrscheinlich total gepanzert sein und nur in ganz bestimmten Situationen kannst du angreifen oder so. Da ist Volgrim. Geh erst zu Volgrim. Geh erst. Wenn du nicht zu Volgrim gehst, dann mag ich dich nicht mehr. Dieser Anmacht getrogen.
Glaubst du, ich bin leichte Beute? Die leichteste von allen. Aber ich bin noch nicht satt. Du meinst, ich habe es versucht. Ich habe geschlemmt, bin aber immer noch nicht gesättigt. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Warum ist der Schrei so leise? Ganz ehrlich, den muss explodieren, muss sie. Oh shit, ich sollte nicht zu nah rangehen. Das Ding ist, das wird wahrscheinlich, es wird halt so sein. Ich komme halt nicht so an ihn ran, ne? Das ist das Was macht er denn jetzt für einen Scheiß? Ah, Gott, ey. Okay. Einmal schnell ein bisschen mehr Damage gemacht, ein bisschen geheilt. Diese Kamera ist einfach so behindert, ne? Das Blöde ist, ich habe halt auch nicht so viel zum Heilen, ne? Naja. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ich hatte noch was übrig, nice. Hä? Okay. Ach, es bringt gegen ihn natürlich nichts. Natürlich ärgerlich. Boah, Alter, wenn das der ganze Kampf ist, dann Halleluja, Alter. So, geh mal hin, hau dir mal in die Fresse. Ich bin doch. Der hat genau, wo soll ich denn ausweichen, Alter? Jo, das macht ja richtig viel Damage. Uiuiui. Ja, mein Problem ist, ich kann nicht mehr ausweichen, ne? Ich kann halt. Doch, warte mal. Ich habe ein paar Chaos-Fragmente. Ich würde sagen, ich benutze die normal. Okay, ich benutze die anscheinend doch nicht. Okay. Alter, diese gleichzeitigen Eingaben von Befehlen. Das Spiel kommt damit nicht klar. Ich habe das genommen. Es war aufgeladen. Ich wollte mich verwandeln, ging nicht. Und jetzt, das Beste ist, da war Vulgrim. Hat er das genommen? Doch, er hat es genommen. Okay, dann ist er okay. Ich dachte gerade, er hat es nicht genommen. Okay. Ich kann da sowieso nicht ausweichen. Ich bin viel zu nah dran. Ja, ist okay. Fuck you. So. Ich muss ihm mal jetzt versuchen, auf die Fresse zu geben, ne? Wow. So, machen wir wieder den. Bringt mir eigentlich auch gar nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie du siehst, diese Kamera ist nicht in der Lage, dem Gegner wirklich zu folgen. Oh, das wird ja der behindertste Kampf ever, Alter. Oh, jetzt macht er wieder sein Spritzding. Okay, wenn er das macht, kann ich nur eins machen, weg. Mehr als weg geht nicht. Mehr als weg ist leider nicht drin. Kowski Baby Doll. Oh, jetzt macht er das schon wieder. Aha, ist alles noch Cooldown. Shit. Okay, ein Chaos-Fragment nehmen wir mal. Alter, der hat mich überhaupt gar nicht getroffen, der Penner.
Oh Gott, durch die Säure sollte ich nicht laufen unbedingt. Ohne Witz. Alter, so schnell komme ich da überhaupt nicht weg. Oh, ein Treffer gemacht. Nice. Ein Dreck, ey. Gut, machen wir wieder ein bisschen Square Dance. Kein Problem, kriegen wir hin. Läuft, ne, läuft, ist nice. Cool. Okay, da habe ich gar nichts von ihr getroffen. Doof. Nee! Oh, Alter, jetzt kann der auch noch so eine Scheiße. Alter, ja, natürlich. Ja, gut, da komme ich nicht weg. Was soll ich machen? Oh, das ist ja ein behinderter Kampf, Alter. Alter, macht der alles damit voll oder geht das doch irgendwann mal weg? Okay, ja, gehen auch welche weg. Natürlich, ja, ist klar, er trifft mich einfach damit. Läuft, läuft, läuft bei ihm. Oh, scheiße. Habe ich das Soundfragment gar nicht genommen? Scheiße. Ist ja ein behinderter Kampf, Alter. Boah. Anstrengend. Alter, warum trifft er mich? Jetzt mal ohne Witz, ne? Ein Blödsinn. Du weißt aus, interessiert ihn aber gar nicht. Ja, ist klar, Alter. Ich bin tot. Was ein behinderter Kampf. Ah, nee, warte kurz. Habe ich noch irgendwas zum Poppen? Womit kann ich dieser bescheidene Händler dir zeigen? Eine, wie du willst. Okay, das reicht. Gut, dann wollen wir mal. Alter, wie ich immer nur gegen die Scheiße da komme, ey. Das ist zum Kotzen, ne? Wenn er denn mal stillhalten würde, der Arsch. Okay, ich kann gleich, das werde ich auch mal tun, wenn er jetzt hier wieder da ist. Zack, hier. Viel Spaß. Macht er eh nur bedingt Schaden.
Nein, oh, fick. Hä? Macht er denn jetzt? Lol. Warum macht er denn vier? Hat er vorher auch immer vier gemacht? Ich weiß nicht. Was mach ich denn jetzt für einen Scheiß? Nein! Ach, nicht schon wieder, Alter. So. Der Mitch ist anders, ne? Der wird eh gleich wieder weg sein. Also versuchen, so viel Damage rauszuballern, wie geht. Oh Mann, hau doch nicht ab, Alter. Stimmt. Ach, nö. Ab in die Tiefe, würde ich sagen, ne? Hi. Na du? Yo, ist nice von dir. Finde ich cool. Ich glaube, ich muss raus aus dem Wasser. Ich kann nicht aus dem... Hä? Okay. Lol. Wie mache ich denn den jetzt kaputt, Alter? Oh Gott, nee, lass das mal. Oh, macht ja gar nichts. Oh, ich bleib hier mal stehen, ne? Jetzt spuckt er die ganze Kacke auch noch aus. Willst du mich verarschen? Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann doch... Hä? Okay. Ich kann doch aber gar nichts damit machen, oder nicht? Aua. Achso, der holt auch nur Steine und so rein. Mich gar nicht. Ich dachte, mich holt er auch rein. Ah doch, Tatsache, macht er, ich bin tot. Oh, okay. Hä? Was soll ich denn? Ich kann, weil Erlösung kann ich ja unter Wasser nicht nutzen. Deswegen habe ich keine Ahnung, was der von mir will, ehrlich gesagt. Ja, gut, Chaos-Momente sind alle weg. Das heißt, jetzt muss ich ihn so besiegen. Nice. Macht der richtig Spaß, der Kampf. Ist ja richtig cool. Oh, so ein Kampf geht mir doch auf den Sack. Was muss ich denn unter Wasser machen? Es wäre cool, wenn mir wenigstens irgendwie so ein Tipp gegeben wird. Weil das Problem ist nämlich, unter Wasser kann ich nicht kämpfen. Aber das wissen die anscheinend nicht. Haben sie vergessen oder so. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie ich unter Wasser kämpfen kann, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht geht's ja, aber ich weiß halt nicht wie. Hä? Warum krieg ich denn da Damage, Alter? Oh nee, Alter. Scheiße. Sehr belastend. Sehr belastend. Wow, jetzt komme ich gar nicht mehr an ihn ran, oder was? Nice. Oh, nee. Mann.
Kann ich nicht überspringen, scheiße. Ich verstehe nicht, was ich machen soll unter Wasser. Gibt's da irgendwas, was ich machen kann, damit er, keine Ahnung, na, nicht mehr rumspackt oder so? Ja, ich weiß, du bist hässlich, mein Gott. Ich hätte ja gedacht, weil ich das ja weiß, aber... Jo. Aber ich komme halt hier nirgendwo an Land, ne? Oder? Komme ich da hoch? Man könnte es probieren. Warte mal, ich probiere das mal eben. Scheiße, nee, ich komme hier nicht hoch. Ich bin tot. Wow. Okay. Die Folge geht schon lang. Ich werde den jetzt noch machen, aber ich gucke jetzt, wie ich den besiege, weil ich weiß nicht, was ich unter Wasser machen muss gegen den. Bis gleich. Ich bin jetzt im Bilde über das, was ich tun muss. Tun wir es. Ja, mal noch einen. Alles cool. So, jetzt macht er sich ja auf. Ja, nee, ist klar, Alter. Fuck you. Hä? Okay, muss man nicht verstehen, warum der Angriff nicht funktioniert. Aber gut, was soll's. Alter, der zweite? Ganz schön behindert, ne? So, okay. Nee, ach Mann, nicht schon wieder. Ich möchte nicht von ihr gegessen werden. Merkt ihr das schon mal? Du hast aber Glück gehabt, du. Jetzt macht er wieder den Scheiß. Ja, ja, cool. Ich laufe mal hier im Kreis. Boah, Alter, ne? Voll gespritzt, dieser. What? Warum hatten... Ist klar, Digga, ist klar. Mann, warum... Ja, natürlich... Was ist das? Warum macht sie einfach so wenig Schaden? Ich verstehe das nicht, ne? Jetzt sieht es irgendwie komischerweise voll gut aus, damage-technisch. Aber irgendwie, so insgesamt gesehen, ist das jetzt nicht so impressive. Jetzt wird er mich eh gleich erstmal wieder verspeisen. Das darf halt nur nicht passieren, dann ist alles cool. Alter, nicht mal wenn ich ausweiche, kann ich ausweichen. Was soll denn das? Schlägt einfach... Ich verstehe auch nicht, warum wird denn die Mitte von diesem komischen Knospending da als Gegner und nicht... Ist so nervig, der Dude, ne? Na gut, jetzt war ich zu weit weg. Aber drei Treffer waren es trotzdem, nice. Nee, Alter! Mann, ich war doch noch gar nicht bei ihm, ne? Der ist manchmal so belastend einfach. Aha. Mann ist... Oh gut, das war jetzt verkackt. Aber
Aber doch, manchmal treffe ich ihn ja damit. Ja, ist okay. Akzeptiert. Hopp, 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 hopp. Alter, ich bin doch viel zu weit weg, als dass er mich kriegen kann. Ach komm, einen Schlag noch oder so, ne? So. Ja, es geht wieder abwärts, kann ich leider nicht überspringen, aber ist kein Problem. Ich nehme gleich erstmal eine Heilung. Ja, ich sehe schon, du bist hässlich und scheiße. Ist okay. Passt schon. Trifft mich trotzdem, alles klar. Habe ich mich vorher nicht gesehen, die Dinger. Die habe ich vorher leider nicht gesehen. Und jetzt, ganz einfach, er muss die nur einziehen und dann war es das schon. Ganz easy. Das sind aber Sachen, die musst du wissen. Wenn du die nicht weißt, ja, wie willst du die denn dann machen? Huh. Ah, Schwein gehabt, Alter. Da hat er fast einen Haps von mir gehabt. So, der nächste müsste eigentlich wieder... Ah, ich glaube, ich muss näher ran. Ja. So, hier ist noch ein zweiter irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo. Ah, hier, scheiße. So. Und ich glaube, das war's dann schon. Jetzt kann ich eigentlich nach vorne gehen. Hoffe ich zumindest. Einmal mir das holen und dann ist Völlerei gleich der Hauen. Also unter dem Aspekt war es wirklich der einfachste Kampf. Man muss halt nur wissen, wie. Oh, nice. Oh, jetzt geht's wieder zu ihm zurück. Gibt er mir nur eine Fähigkeit? Jetzt schon? Krass. Na gut. Dann nehmen wir die auch mit. Aber so viel kann allgemein gar nicht mehr kommen, oder? Ist das nicht traurig? Ich habe erstmal genug von Überraschungen. Du klingst seltsam. Stimmt etwas nicht? Nimm das. Die Stasefähigkeit. Warum? Du hinterfragst mein Geschenk. Ich hinterfrage deine Motive. Wieso versorgt der Fürst des Abgrunds einen der vier Reiter weiter mit Waffen? Zu welchem Zweck? Geh weiter deinen Weg. Mit der Zeit findest du vielleicht deine Wahrheit. Das wäre wirklich eine schöne Überraschung. Und bis dahin noch mehr Spielsachen für mich? Reiter, unsere nächste Begegnung wird nur einer von uns überleben. Mysteriös? Wohl kaum. Erst hilfst du mir, dann drohst du mir? Hinfort. Haben die jetzt gespoilert, dass er der Endgegner von dem Spiel ist? Aber wer ist er? Ist er der Rabenvater oder ist er tot selbst, der alt geworden ist? Man weiß es nicht. Drücke LBX, um die Stasi-Gestalt zu aktivieren. Drücke Y, um einen Angriff mit der Stasi-Fähigkeit auszuführen. Halte Y und mit der Stasi-Fähigkeit. Okay, mach ich. Geht im Wasser nicht doof. LOL. LOL, ich kann einfach so übers Wasser laufen. Das ist ja fresh, Alter. Kann ich hier alles zueisen?
Nee, geht nur auf. Okay. Cool. Da, also finde ich schon nice, ne? Ich bedanke mich bei euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal, weil ist schon sehr lang die Folge. Zu lang. Vielleicht mal gucken. Tschüss.